Hallo und herzlich willkommen zurück zu Echo of Soul. In der letzten Folge haben wir eine rachsüchtige kleine Irre, nämlich Erika da hinten, die kleine da. Die wollte Knochen zum Essen haben, die haben wir auch besorgt. Und der Koch hat die wahrscheinlich schon längst zubereitet. Jo, und ansonsten angeln wir uns hier immer noch in der Wüste von Bragos durch zahlreiche Nebenquests. Ja, Lazarina, eine Reisende, hatte die Quest für immer Freunde von uns. Und die hat offenbar irgendwelche Probleme im Unterleibsbereich. Und die möchte, dass wir mit Marbrick sprechen. Ja, das machen wir schnell, weil die ist hier nur noch rum. Dingensen. So. Und bei Marbrick gibt es auch gleichzeitig noch eine andere Quest von Makelan. Da spricht man anders aus, da spricht man Mayclan aus. Im Krieg ist alles erlaubt. Danke für die Heiltränke. Ach, da hat direkt noch was. Kadoras, Heilpflanze sammeln. Schön, euch kennenzulernen. Gruppe, geschwächte Macht. Töte, Flöte. Ah, ja. Könnten wir theoretisch... Ja gut, das gibt mir massig XP. Ja, also auch nochmal auf zu Flöte. Hoffentlich kriegen wir mal wieder Unterstützung. Flöte, 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 Flöte. Warten, bis sie hier andere Spieler noch sammeln. Ja, keine Ahnung, das ist natürlich schon. Beim letzten nicht. Mal war es knapp. Ich glaube, alleine kriegen wir den nicht, oder? Schwer zu sagen. Die hat 1, 2, 3 Pets dahinter. Oh, ist die Frage, ne? Wollt ihr das jetzt einfach so machen? Also nicht, haben wir... Da ist ein Spieler. Atzen. Atzen. Flöte kommt so langsam auf uns zu, das macht mir Angst. Der muss so etwas epischer sein, weil der hat eine schöne Verzierung oben. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal den ganzen Kram. Den wir hier sammeln wollen. Ich würde auch sagen, vielleicht kriegen wir dadurch eine Level-Up, kriegen wir eh nicht. Nee, das nicht. Vielleicht mehr Spieler, die das interessiert. Weil die genau dasselbe machen müssen oder so. Ja, schade, dass wir die Quest beim letzten Mal nicht schon hatten. Das ist übrigens wieder eine Quest für alle, also sprich für keine. Ja. Und ja, diese Verzierung oben, die scheint ein Statussymbol zu sein. Wenn ihr Leben verzieren. Die Verzierung der Lebensleisten. Wenn die ein bisschen wenn die einigermaßen verziert ist, dann scheint es ganz gut zu sein für. Für Typen wie die. Da ist noch ein Spieler, der hat gerade die Quest angenommen. Zu dritt könnten wir das packen. Okay, ich bin etwas weiter weg, ich komme jetzt aber hinterher gerannt. Er rennt direkt vorbei. Soll er es doch nicht machen? Er rennt auf jeden Fall Richtung Ritterlager, beziehungsweise weiter weg. Vielleicht hat er die abgegeben. Möglich. Atzen redet gerade mit dem. Was? Die Atzen reden mit denen? Vielleicht muss er die Quest jetzt auch gleich machen. Ja.
Ja. Da. Flüte wurde markiert. Anscheinend interessiert sich da tatsächlich einer für. Was? Flöte wurde markiert? Wo steht das? Nee, aber da ist ein Symbol in seiner Richtung. Okay. Stimmt, hast recht. Von wem auch immer. Ich habe keine Ahnung, wo das Symbol herkommt. Hast du das gerade gemacht? Ne, da ist noch ein Symbol aufgetaucht. Ja. Cool, ich glaube, wir haben einen Bug entdeckt. Muss ja irgendein Spieler sein. Alter, hat's gerade geruckelt hier. Ja, mal gucken, ob man so einen untergebenen Wolf da attackieren kann. Ich versuche das einfach mal einen einzelnen anzulocken. Ja, hat gut funktioniert. Also im Endeffekt gar nicht. Oh, kriegst du den abgeschossen? Während er mich jagt? Nein. Ah. Oh, du bist gestorben. Hm? Das ist schlecht. Viel Spaß. Aber cool. Können wir uns das Todessymbol mal ansehen. Ich laufe mal so ein bisschen hinterher als Geist. Zeit nicht verfügbar. Ja, das geht nicht, wenn du tot bist. Na, Chef. Zur Zeit nicht verfügbar. Ich bin wieder beim Club der toten Dichter hier. Moment, ich bin gerade dabei, mich aufzuheilen. Ja, ich versuch's gerade, wenn du... Ich komm gerade zu dir. Bam. Okay. Du bist übrigens wahrscheinlich zu weit weg. Deswegen kann ich dich nicht rufen. Nein. Nicht sterben. Vielleicht kann ich dich wiederbeleben, wenn du stirbst. Nur mal so als Hintergrund. Ich hab wieder Fokus auf dich, also ich kann dich wieder heilen. Aus der Entfernung. Dann mach das mal. Bitte. Alles klar, Attacke. Danke. Ein Untergebenes habe ich gleich kaputt. Ja, ich balle jetzt auch drauf. Nicht zu mir locken. Nee. Ich halte mal dein Leben im Auge. Energieabfall. Zusätzlicher Effekt. Einer ist weg. Okay, Heilung war raus. Da sind so viele. Jetzt habe ich Flöte gerade im Anschlag. Ich verliere den Fokus immer, wenn ihr so weit weg seid. Gerade einen Hüter im Blick. Ich glaube, so funktioniert das, glaube ich. Mhm. Ein weiterer Hüter kaputt. Jo, Heilung raus.
Seid immer zu weit weg, ich komm. Flotte kaputt. Ich kann meine Angriffe nicht durchschieben. Nur noch der. Komm her. Ah, danke. Konnte den nicht anklicken, Flöte war im Weg. Ging mir aus. So, Flöte Schrott. Und da ist ein neuer. So, ich muss jetzt noch ein bisschen was sammeln. Ja, ich nur noch einen. Drei brauche ich noch. Fertig. So. Ja, das ist ein bisschen heftig. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen, wenn ich den einen nachlevele, dann werde ich wahrscheinlich Flöte nicht im Alleingang schaffen. Dann müsste ich diese Quest auslassen. Oder ich unterstütze dich dann im Nachleveln bei dem Quest. Oder so. Das ist die Frage, wie lange wir noch machen, ne? Schön, euch kennenzulernen. Ja. So. Aber ich kann auch eine gewisse Strecke zurücklaufen. Ich bin ja... gut zu Fuß. Flexibel. So. Die Quest geben wir mal ab und kriegen dafür Scheiße. Aber XP und XP im sind immerhin gut. Alles erlaubt. Von der Serena kriegen wir auch nur XP. Und Rache für meinen Freund. Wieder Anführer töten. Und 7 Rebellen. So, fertig. Werwölfe übrigens. Achso, ja klar, natürlich. Ich mach dann schon mal die nächste Quest. Damit wir hier schneller durchkommen. Ja, Werwolf-Brunnen tötet Anführer. Werwölfe. Aua, hat er mir gerade was zugeworfen? Einen Werwolfbrunnen sollen wir entflammen. Mhm. Ist das schon wieder. Oh, das dürfte ein Kommentar gewesen sein. Auf das, was wir hier gerade tun? Nö. Ein Jason hat auf The Elder Scrolls irgendwas irgendeinen Kommentar hinterlassen. Hey Jason, du bist in einem anderen Let's Play namentlich veröffentlicht. Ja. War echt. Ich finde das toll, wenn die Leute mir das wahrscheinlich nicht hinbekommen, und ihr echten Namen von Google Plus nehmen, anstatt einen imaginären Namen. Oh, da haben wir aber den Anführer, ganz großen mit einer Axt. Stufe 26, Typus Boss, Schwierigkeitsgrad, sehr, sehr einfach. Hier, guck mal, One-Hit. Ah, nicht ganz, aber... Kommt hin. Und hat so. Nichts getroppt. Nur noch den Brunnen. Was immer wir mit dem machen sollen. Ah, da. Warte mal, der Boss kommt wieder. Hä? Hier auch nochmal. Achso, ich hab den Boss angelockt. Okay. Ja. Hab ich ja gesagt. Ich dachte, du hast gegen den Boss gekämpft. Nö, ich doch nicht.
Jo, wohin geht's jetzt? Zurück im Bericht zu erstatten. Zurückerstatten, genau. Zurückerstatten statten wir auch in der nächsten Folge aus und dann wissen wir, was wir zurückstatten können. Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.